Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Hearts of Iron 4 mit unserer Deutschland-Kampagne. Und wir befinden uns in einer Zeit des Friedens, aber auch in einer Zeit der Anspannung, zumindest in Deutschland. Anders sieht es aus in anderen Teilen der Welt, wo speziell Japan in einem sehr komplexen Krieg verstrickt ist, mit den Alliierten, mit China, aber auch mit seinem ehemaligen Vasall der Mandschurei, das sich inzwischen Qing oder Qing China nennt, unter seinem Kaiser Aizen-Gioro Puyi, der wohl versucht, die Japaner aus seinem Land zu vertreiben. Gleichzeitig aber auch noch mit den Alliierten im Krieg ist. Also es ist wirklich komplex. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch mit China wahrscheinlich im Krieg ist. Oder? Vermute ich jetzt mal. Ich sehe sie gerade nicht. Doch, natürlich hier. Ja. Und ja, es wird sehr spannend, glaube ich, wie da der Kampf ausgeht, aber das werden wir eher so am Rande mitbekommen. Auch der italienische Bürgerkrieg tobt nach wie vor. Reggio Calabria wird verzweifelt verteidigt von Anhängern Mussolinis. Ja, ist halt jetzt so. Und wir produzieren Dinge. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und gerade Flugzeuge, ich habe jetzt mal wirklich hier voll gemacht. Also wir können auch mal hier so mal 10, mal so eine Reihe voll machen vielleicht. Dann sehen wir, dass wir viele Dinge brauchen. Denn wir sehen hier, der aktuelle Defizit sozusagen wird in 6000 Tagen abgebaut sein. Was schlecht ist. Das ist wenig. Und dementsprechend, ja, das Schicksal Griechenlands und Griechenland lehnt ab. Ja, gut. Wir haben schon ein Kriegsziel gegen Griechenland, werden es vermutlich aber nicht nutzen. Wir können jederzeit ja ein neues fingieren. So. Und die Frage ist jetzt, wo gehen wir weiter rein? Armee-Innovation 2 wäre natürlich was. Luftfahrt-Innovation wären auch mal was. Gerade die Frage ist, wo sehe ich das nochmal? Hier, genau. Wir haben noch 3 Punkte der Luftfahrt sozusagen. Wie sagt man denn da? 3 Doktrinen, die wir uns holen können. Mein Gehirn ist gerade etwas langsam, ihr merkt es vielleicht. Und da sollten wir vielleicht diese Reduktionen noch rein investieren. Wir kriegen hier 2-mal Reduktion und kriegen hier Doktrinkostenreduktionen tatsächlich ganz allgemein, aber das bringt uns natürlich nichts mehr. Insofern gehen wir mal in die Luftfahrtinnovation, dass diese Boni dann nicht verschwendet sind, wenn wir das irgendwann mal schon abgeschlossen haben sollten. Ja, finde ich nicht verkehrt, das jetzt hinter uns zu bringen. Dann können wir unsere Politik ändern. Und wir haben gerade mal 400.000 Soldaten noch zur Verfügung, also rekrutierbar. Und dementsprechend werden wir auf umfangreiche Rekrutierung gehen. Das bringt uns im Grunde keine Nachteile, die Ausbildungszeit wird ein bisschen höher. Ich glaube, damit ist aber nur diese Zeit, die hier quasi für Ausbildung von Truppen gebraucht wird, gemeint. Weil eben halt nicht die fähigsten Truppen rekrutiert werden, die allerbesten sozusagen. Und ich glaube, damit ist nicht hier die Ausbildungszeit auf dem Feld gemeint. Das heißt auch Ausbildung, aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Ich hoffe es zumindest. Und ja. Wir lassen unsere Truppen mal fertig drillen, auch wenn das auch sehr, sehr viel Ausrüstung kostet. Aber irgendwann muss man es halt machen. Und dementsprechend passt das schon. Die Frage ist eh, Ausrüstung schon mal durch Verschleiß. So viel haben wir gar nicht verloren, gell? Was mir übrigens auch aufgefallen ist, wir können hier wieder rausdrücken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was mir noch aufgefallen ist, wir können hier die nächste Stufe erforschen. Das vergesse ich nämlich jedes einzelne Mal. Hier vernünftig in die Zusatzbataillone quasi reinzugehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber super, super wichtig, weil es einfach flatte Boni gibt, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Und dementsprechend müssen wir das einfach machen, zumindest bei denen, die wir einsetzen, bei den Zusatzbataillonen, nämlich hier, hier, hier. Und wir sollten auch ganz, ganz dringend Feldlazarett, Logistikkompanie erforschen und auch Wartungskompanie. Also es gibt vieles, was noch zu tun ist, bevor wir eigentlich kriegsbereit sind. Ja, und dann kommt eben auch noch das große Thema Luftwaffe auf uns zu. Warum blinkt das? Hallo? Weiterentwickeltes, leichtes, klasses, ja, ich sehe es. Schön. Wir bauen es auch schon als Leopard-Kampfpanzer. Okay, es wird ein sowjetisch-deutsches Handelsabkommen angeboten. Ich wollte aber gerade noch eine Sache sagen. Genau, ich habe nämlich ein paar Sachen nochmal umbenannt. Nämlich hier zum Beispiel die Maschinenpistole 40. Habe ich ausgeschrieben. MP40 Infanterieausrüstung.
weil eben da der Kern dieser Ausrüstung ist, eben die MP40. Und hier habe ich das ganze Rheinmetall grob 15 cm schwere Feldhaubitze 18 genannt, also das ist unsere Artillerie. Ja, ein etwas sperriger Name, wie ich zugeben muss, aber ich glaube trotzdem solche, das ist quasi der offizielle Name und wir nennen es einfach Artillerie und dann passt es. Genau, alles andere passt soweit. Nee, die Flak habe ich auch noch umbenannt, genau. Nämlich die Rheinmetall 2 cm Flak 30, also einfach nur Rheinmetall davor gesetzt. Ich finde es immer ganz cool, gerade weil wir eben in Deutschland diese Konzerne teilweise bis heute in ideeller oder tatsächlicher de facto Nachfolge haben der damaligen Betriebe, dass wir diese Betriebe auch hier sichtbar machen, weil eben auch solche Konzerne sich ja schuldig gemacht haben im Zweiten Weltkrieg an Kriegsverbrechen und auch an Menschenrechtsverstößen bis hin zu Völkermord. So, der sowjetische Botschafter hat unsere Diplomaten kontaktiert und ein Handelsabkommen zwischen unseren Ländern vorgeschlagen. Der Vorschlag sieht vor, dass die Sowjetunion uns Rohstoffe wie Getreide, Baumwolle, Öl, Metallerze und Gummi liefert. Im Gegenzug erhält die sowjetische Nation einen nicht fertiggestellten Kreuzer der Hipper-Klasse, Pläne für andere Militärschiffe, schwere Marinegeschütze und Probeexemplare deutscher Flugzeuge. Puh, okay. Diese Vereinbarung hilft uns zweifellos bei unseren Kriegsbemühungen gegen die Vereinten Nationen in Europa und so weiter. Okay. Also wir kriegen Öl, Gummi, Stahl und Chrom direkt in Brandenburg durch einen Modifikator. Wir kriegen, oder die Sowjetunion kriegt eine Schiffsvariante erstellt, kriegt eine Technologie auch dafür. Okay, und Forschungsboni für Schiffe und Flugzeuge. Ja, ich denke, warum nicht? Wir benötigen Rohstoffe. Also, wieso sollten wir das nicht tun? Machen wir mal. Und damit haben wir jetzt auch sehr viel Ölüberschuss. Nicht schlecht. Ein sowjetisch-deutsches, ihr seht es hier, toll. Ein sowjetisch-deutsches Handelsabkommen. Die Sowjetunion und das Deutsche Reich haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. Die sowjetische Regierung will durch dieses Abkommen ihre industrielle Entwicklung und militärische Forschung vorantreiben, während die deutsche Seite sich den Import dringend benötigter Rohstoffe wie Getreide, Öl und Eisenerz sichern will. Sehr, sehr gut. So will ich das sehen. Und wir sind gleich durch. Die Panzer brauchen noch. Was Training betrifft, hier vor allem die Rumänen, aber auch deutsche Truppen. Was heißt die Rumänen? Das sind ja mehr deutsche Soldaten als rumänische Soldaten, aber nichtsdestotrotz. Auch hier ist das Training noch nicht ganz durch. Auch hier ist es noch nicht ganz durch. Oh. entschuldigt. Auch hier ist es noch nicht ganz durch. Okay, warten wir noch ein paar Tage. Und dann können wir das Ganze abbrechen. Hier wird nach wie vor repariert. Die Gneisenau ist beschädigt worden. Hat wohl Verschleiß kassiert. Und dann schauen wir mal. Wie steht es mit den Alliierten? Genau, Nordamerika. Es ist halt so ein Block einfach. Also wie soll man da jemals wieder reinkommen? Venezuela wird wahrscheinlich auch einfach geschluckt werden, sobald Mexiko besiegt ist. Würde ich mal antizipieren. Und dann wird es echt haarig. Also, jemals Nordamerika zu erobern. Ich weiß, man kann alles Mögliche cheaten und so, also im Sinne von Exploits nutzen und so, aber das ist nicht mein Ding. Also, vielleicht wird es darauf hinauslaufen, gerade weil die USA halt so früh jetzt schon im Krieg sind, die Verfolgung aussetzen, okay? gerade weil die USA so früh jetzt schon im Krieg sind, dass, aber immer noch mit 10 Militärfabriken, okay. Nochmal, weil die USA so früh im Krieg sind, könnte es halt dazu kommen, dass wir in Nordamerika nicht Fuß fassen können und dass es gewissermaßen eine Art kalten Krieg gibt hier zwischen unserem Europa und dem alliierten Nordamerika. Das wäre durchaus denkbar. Vorausgesetzt natürlich, wir kriegen eine Invasion in London hin. Das wäre natürlich fantastisch, also in Großbritannien allgemein. So, wir drücken hier raus und die KI ist natürlich immer ein bisschen schneller, weil ich brauche natürlich immer ein bisschen, also das zu sehen und zu reagieren und die KI kann immer in dem Moment, wo es expired, neu rausdrücken. Insofern, glaube ich, ist das auch ein müßiger Kampf irgendwann. Gut. Ja, hier fehlt es noch bei einigen Panzern, aber natürlich ausgebildete reguläre Truppen sind Voraussetzung für einen erfolgreichen Krieg. Das ist ganz klar. Insofern sorgen wir schon mal dafür und wir können dann vielleicht auch mal die Truppen hier einsetzen. Hier einmal und hier zweimal.
Und auch die Truppen hier. Gut. Dass die auch schon mal von dem Training profitieren. Dann lassen wir euch auch gleich mal trainieren, auch wenn ihr fast keine Ausrüstung habt. Gut. So. Konzentrierte Industrie 3. Ist erforscht und damit gehen wir auf die verbesserte Erdölverarbeitung. Die Verlagerung bisher experimenteller Destillationsmethoden in große Anlagen ermöglicht es, flexibler auf Materialverfügbarkeit und Bedarf zu reagieren. Schön. Treibstoffzugewinn durch Raffinerien erhöht sich. Und damit sollten wir in der Lage sein, auch relativ autark von ausländischer Einflussnahme zu sein. Gut, Chiffren sind erfolgreich entschlüsselt, das ist gut. Und bei 100 Macht, glaube ich, werden wir dann unser Oberkommando tatsächlich mal anpassen. Und zwar werden wir ins militärische Oberkommando, wie schon mal angekündigt, Ferdinand Schörner berufen. Gut, er ist Experte für Verteidigung und Kampf bei kaltem Wetter. Schön. Genau, Kriegsziel verfügbar. Auch das können wir eigentlich mal wegklicken. Das brauchen wir eben nicht. Schade, dass wir da jetzt zwei Foki quasi umsonst genommen haben. Aber den Versuch war es, glaube ich, wert. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass die das annehmen. Mit verschiedener Ideologie und bereits in einem Bündnis. Aber, ja, verkehrt ist es auf keinen Fall. Gut. Wir müssen dann hier eventuell auch noch diplomatischen Druck ausüben. Ich glaube, das werden wir dann mal mit Otto Skorzeny machen. Ich meine, unser Netzwerk ist groß. Gell? Wie viel geht hier dazu? 23,47,55. Das ist schon relativ beeindruckend, was wir hier machen. Na komm, behalten wir die mal da. So. Der Fall von Manila. Nach dem Abzug ihrer amerikanischen und philippinischen Verteidiger ist Manila, die Hauptstadt der Philippinen, den Japanern in die Hände gefallen. Ernsthaft? Warte mal, da, gell? Ja, krass. Ist das eine gescriptete Landung? Also... Oder kann die KI einfach inzwischen richtig Marineinvasionen planen? Das wäre schon cool. Der Eingang zur strategisch wichtigen Bucht von Manila blieb aufgrund der starken Konzentration amerikanischer Küstenartillerie auf Corregidor Island noch eine Zeit lang nach dem Fall der Hauptstadt umkämpft. Ein konzentrierter japanischer Angriff konnte die Kanonen letztendlich aber zum Schweigen bringen. Da Manila nun unter japanischer Kontrolle steht, wird damit gerechnet, dass auch der Rest des Landes bald fallen wird. Das ist eine schmerzhafte Niederlage für die amerikanischen Truppen in Asien und im Pazifik. Das ist eine bedeutende Entwicklung und man muss sagen, Japan ist zwar aktuell kein Verbündeter, aber könnte mindestens ein wichtiger strategischer Partner werden, wenn Japan es tatsächlich schafft, eine Art Verteidigungsring sozusagen, um sich selbst zu halten. Ich meine, das Qing-China muss halt einen Zwei-Fronten-Krieg führen, gegen die Alliierten und gegen Japan. Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass Japan es schafft, sich hier auf dem Festland zu behaupten, hier irgendwo so Südkorea quasi zu behalten. Das wäre durchaus cool und dass dann die Alliierten hier gebunden bleiben. Genau, Mexiko muss kapitulieren, das machen sie jeden Moment und dann ist dieser Krieg zumindest vorbei. 97%. Okay. Aber das katholische Mexiko kann doch eigentlich nicht in den Alliierten bleiben, sondern es ist doch komisch. So, die Sowjetunion erklärt Estland den Krieg. Vielleicht treten die ja den Alliierten bei. Ah, das scheint nicht der Fall zu sein. Und Estland wird sich erstmal, glaube ich, kurz verteidigen können und dann overwhelmed werden durch die sowjetischen Truppen. Ja, okay. Oder auch sich nicht kurz verteidigen können. Gut. Luftfahrtinnovation. Wir gehen, glaube ich, mal auf Luftfahrtinnovation 2 gleich. Damit werden auch die Doktrinkosten nochmal gesenkt, aber das ist auch nicht wirklich relevant. Vor allem können wir dann aber runter auf Raketentechnik und Atomtechnologie, was natürlich viel bringt. Die Aufgaben des Reichsluftfahrtministeriums sind von überragender Wichtigkeit. Unsere Luftwaffe muss die fortschrittlichste Luftwaffe der Welt sein. So ist es. Und Doktrinen sind verfügbar. Und ich glaube aber, die werden wir noch nicht nehmen, sondern da werden wir noch einmal kurz warten. Und wir können, glaube ich, gleich mal einen Geist der Luftwaffe und des Luftwaffenkommandos festlegen. Oh Gott. Damit habe ich mich noch nie so richtig beschäftigt. Also, unabhängige Luftwaffe, das reduziert nur die Beraterkosten, das glaube ich ist Bullshit. Forschungsgeschwindigkeit und Musterkosten. Das ist aktuell auch Bullshit. Das ist glaube ich eher zum Switchen gedacht, oder? Also, dass man da immer das einsetzt, was man gerade braucht. Gerade fürs Late Game halt, dass man da auch noch eine Verwendung für die Punkte hat. Erlangte Erfahrung für Luftgeschwader durch Übung. Auch das wäre cool, aber das ist noch ein bisschen zu früh.
Forschungsgeschwindigkeit, einmotorige, zweimotorige, schwere Marineflugzeuge, okay. Luftwaffe Erfahrung, Luftspionage, Unfallrisiko, Luftdoktrinkosten, okay. Ja, Umfragen unter Flugzeugbesatzungen. Lass uns Umfragen unter Flugzeugbesatzungen durchführen. Sehr gut. Gut, wir haben 1000 LKW auf Halde. Das ist mal super. Und damit ist auch diese Armee sehr, sehr schlagkräftig, glaube ich. Mit schnellen LKWs ausgestattet. Sehr, sehr cool. 11,2 km/h, diese motorisierten Infanteriedivisionen. Und wir sollten überlegen, ob wir nicht sogar die Panzerwaffe auch mit motorisierten Infanteriedivisionen ausstatten, zumindest teilweise. Wäre das ein Call? Okay, ihr seid auch noch nicht fertig. Ihr seid aber fertig, endlich. Okay, die dritte Armee Alpen ist trainiert. Ihr seid noch nicht trainiert, weil, jo, neue Truppen. Ihr genauso. Okay. Ihr genauso. Ah, ihr seid die nächsten wahrscheinlich. Na, oder ihr, die trainieren beenden können, weil ihr fertig seid. Gut, wir bringen euch wieder nach Weser-Ems. Ich würde euch gerne beide im selben, in derselben Seeregion trainieren lassen. Das ist wichtig. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also, tendenziell ist man ja mit Deutschland im Early Game doch stärker als andere Staaten und im Late Game halt ein bisschen schwächer. Oder das ist ja das Konzept. Man greift an und irgendwann kommt dieser Kipppoint und da muss man entweder stark genug sein, um die Gegner niederzuwerfen, oder man ist halt nicht stark genug und hat ganz viel erobert und kriegt dann den Arsch versohlt ab einem gewissen Punkt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einfach nicht klug wäre, jetzt einen Krieg vom Zaun zu brechen, weil wir einfach noch nicht stark genug dafür sind. Und ich glaube, wir sollten dementsprechend einfach noch mehr Fabriken bauen. Noch mehr Militärfabriken bauen. Wir sind jetzt bei 7 über dem Sollwert. Das ist gut. Ich weiß nicht woher. Vielleicht mehr Gehorsam in besetzten Gebieten. Das ist möglich. Wir bauen hier komplett auf Stufe 5 aus, die Infrastruktur. In Ungarn genauso. Auch wenn da Ungarn, glaube ich, auch selber mit Foki und vielleicht auch mit Industrie sein Übriges tut. Aber es ist schon wichtig, da unsere Verbündeten auch zu unterstützen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen neue Militärfabriken und zwar, glaube ich, mal in Zentraldeutschland. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall so 100 Stück oder so. Warte mal, haben wir dafür eigentlich einen Berater? Theoretisch? Ja, hätten wir. Ist aber jetzt fast schon ein bisschen spät, den noch einzusetzen. Gut. Bauen wir mal in Vorarlberg die Infrastruktur aus. Das ist nicht verkehrt. Und vielleicht in der Ostmark noch. Dann haben wir zwei weitere Gebiete, wo wir Fabriken hinsetzen können. Dann können wir in Bayern weitere Fabriken bauen. Gut. Und die in Württemberg sollten wir, glaube ich, als erstes fertig bauen, weil die ist schon fast fertig. Genau, Weser-Ems wird auch die Infrastruktur ausgebaut. Ja, es passt schon. Passt soweit. Gut. Lassen wir das dann mal weiterlaufen. So wie es ist. So. Die verbesserte kleine Flugzeugzelle ist erforscht. Und jetzt habe ich natürlich gerade die Macht rausgepulvert. Warte mal. Das bedeutet, wir legen euch weg und euch weg. Sehe ich richtig. So. Verbesserte kleine Flugzeugzelle, verbesserte Trägerflugzeugzelle. So. FW-190. Alles klar. Das ist ein. Also, es muss ja ein Jäger werden. Das ist der Punkt. Das heißt, wir gehen auf Waffenjäger. Und schauen mal. Ihr habt hier Luftangriff Mobilität. Luftangriff Mobilität. Luftangriff 20. Luftangriff 4. Luftangriff 8. Sagen wir nur 1. Das senkt halt die Mobilität deutlich. Das nicht. Also damit würde man eine Art schweren Jäger, glaube ich, designen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die Mobilität wirkt sich darauf aus, wie einfach es ist, ein anderes Flugzeug zu treffen und wie einfach es ist, einem Treffer auszuweichen. Die Frage ist aber, wie stark sind die Modifikatoren? Also wenn ich jetzt so eine Kanone 1 quasi da reingebe, die sorgt ja für sehr viel Luftangriff, dann. Aber auch, es ist sehr schwer, gell? Aber dann sinkt halt die Mobilität. Ich glaube, wir gehen wieder auf zweimal dieses viermal leichte Maschinengewehr. Ich
glaube, das ist das Mittel der Wahl. Wir können noch mal, okay, wir können es dreimal reinbauen. Also quasi 12 leichte Maschinengewehre anbauen. Okay. Damit ist die Mobilität nach wie vor gegeben. Das ist nicht schlecht. So. Und ich glaube, ich werde die dann zwischen den Folgen mal benennen. Dann haben wir hier den Flugmotor. So, damit sind wir sehr viel schneller. Einmal Flugmotor 2, den müssen wir natürlich auf jeden Fall, also verbessern. Die Frage ist nur, ob wir nicht auf so einen Doppeltriebwerkmotor gehen. 567. Die Reichweite ist überall gleich. Sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, es geht um die Geschwindigkeit und den Schub. Nehme ich an. Und auch... Ja gut, 598. Gut. Und hier erhöht sich halt auch noch der Treibstoffverbrauch. Schub beschreibt die Fähigkeit des Motors, das Flugzeug anzutreiben. Jeder Punkt Schub, der das Gewicht übersteigt, erhöht die Geschwindigkeit zusätzlich. Aha. 567 und hier sind wir bei 598. Das heißt, es wird einmal der Flugmotor 2. Gut. Zuverlässigkeit gibt es hier auch, dies aber bei Verschiedenes, nicht bei Basiswerte. Okay. Interessant. Gut, Spezialmodule klein. Das werden wir nicht tun. Das kann man machen, wenn man arm ist. Was macht das hier? Luftbremse. Das erhöht einfach nur das Gewicht, oder was? Eine Reihe von Störklappen entlang der Flügelhinterkante reduzieren die Geschwindigkeit, da das Flugzeug in den Sturzflug übergeht. Und ermöglichen es, steile Stürze zu überstehen, ohne dass die Tragflächen abreißen. Das ist durchaus ein Vorteil, wenn man Sturzflüge machen will. Dadurch kann das Flugzeug aus einem nahezu völlig senkrechten Sturzflug heraus angreifen, was die Präzision drastisch erhöht. Da geht es aber um Luftnahunterstützung. Ja, also insofern glaube ich für uns irrelevant. Was ist bei Elektronik? Bombenzielvorrichtung. Dadurch, das ist für strategisches Bombardement, das ist aber natürlich auch für uns nicht relevant. Und ein Funkempfänger, der 2 Funknavigationsstrahlen abfängt und analysiert, ermöglicht es, sein Ziel auch bei völliger Dunkelheit zu finden. Das reduziert den Nachtmalus, strategische Bombardement erhöht sich, okay. Ich glaube, das ist gut. Hat die Geschwindigkeit? Die hat mit dem Kampf selber nichts zu tun, glaube ich. Hoffe ich, denke ich mal. Wir mal auf Funknavigation. Das scheint mir gut zu sein. Strategisches Bombardement ist natürlich irrelevant hier für den Jäger. Aber ich glaube, der Nachtmalus, das ist cool, weil wir dann bei Nacht halt einen Vorteil haben, oder? Also, nehme ich mal an, auch für Jäger. So, Luftbremse spielt, glaube ich, keine Rolle. Schwimmer spielt natürlich auch keine Rolle. Oh Gott, oh Gott. Verwendung von nicht strategischen Materialien auch. Jetzt muss ich nochmal durchblicken. Hier, das spielt auch keine Rolle. Verteidigungstürme werden wir auch nicht nehmen, weil das auch die Mobilität reduziert. Ich meine, das sind ja so Kleinjäger, ne? Also darum geht's ja. Focke Wulf 190 müsste das dann sein. Aktuell zumindest heißt es so. Ist aber von Messerschmitt, also auch interessant. Mobilität plus 10%, maximale Geschwindigkeit plus 10%, okay. Ich hoffe, das passt soweit. Und die Frage ist jetzt... Ich werde mal zwischen den Folgen dann nachschauen, welche Jäger die Deutschen so benutzt haben und was das dann sein könnte. Ich glaube, das könnte man immer noch als Variante dieser Messerschmitt quasi durchgehen lassen. Jäger 1, Jäger 2, Jäger 3, Jäger 4... Oh Gott, oh Gott. Besten Treffer verwenden, das ist dann ein Jäger 1? Oder was? Nee. Kann man die nicht irgendwie... Doch, konnte man, genau. So 3D schwenken. Ach, schau mal. Genau, so möchte ich es gerne sehen. Ich finde Jäger 2 am besten. Gut, so schaut es also aus. Symbol wählen, das ist, glaube ich, alles müßig hier. Dann lassen wir das mal gleich und sparen ein bisschen an dieser Stelle. Genau. Verbesserte Kleinflug. Warum ist jetzt dieses Symbol da drin? Ach komm. So.
Danke. So, gut. Dann machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut und Servus.